Guten Abend, Ladies und Gentlemen, muss ich sagen, diesem hochklassigen Event gebührend. Einmal im Jahr darf auch ich, der arme Chaot, den Millionär mimen und am Concorso d'Eleganza hier am Comersee auf Einladung von BMW ein bisschen bei den Schönen und Reichen mitmischen. Das ist ein Event seit 1929, wo die schönsten und teuersten Autos der Welt prämiert werden. Alle sind im fahrtüchtigen Zustand, die müssen auch hier vorbei in Villa d'Este und in Villa Erba drüben, wo dann auch sogar noch eine Versteigerung stattfindet von anderen Autos, durchfahren und werden von einer Fachjury gekürt, bewertet. Also das Ganze spielt sich ab im Bereich von mehreren hundert Millionen Euro. Ich glaube auch so teuer wie heute war das Gesamtaufgebot noch nie. Neben den Autos, bin gerade angekommen, gibt es natürlich auch Motorräder, aber verzeiht uns bitte, dass wir diesmal auch Autos reinnehmen. Ich glaube, wir haben auch alle ein bisschen ein Auto-Fable, die auf Motorrädern stehen. Ein paar Hardcore-Zweiradfahrer gibt es natürlich schon. Ich stehe halt auch auf Autos und die möchte ich euch heute ein bisschen präsentieren. Gehen wir mal darüber, da gibt es natürlich Champagner, natürlich für den Kaiser und die Kaiserin, bitte schön. Nett. Und ja, da drüben gibt es jetzt dann eine Weltpremiere vom neuen 8er BMW und von einem neuen BMW Motorrad. Es ist ein Roller, ich kann es euch jetzt schon verraten. Kommt einmal mit, schauen wir uns einmal ein bisschen die High Society an. Das hier ist die Terrasse und das sind die Stiegen, wo George Clooney schon seinen Instant-Kaffee getrunken hat und seine Schuhe losgeworden ist. Und genau diese Stiegen gehe ich jetzt hinauf zur Villa Erba, wo wir gleich ein Frühstück haben. Der Ausblick ist natürlich ein Wahnsinn, ja? Wahrscheinlich der beste Platz am Comersee. Ja, auch die Autos sind schon abgedeckt von der Versteigerung. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Die werden wir heute Abend dann treffen, drüben in Villa d'Este. Das ist da, keine Ahnung, einen Kilometer, einen halben Kilometer. Aber jetzt hole ich mir mal was für den Magen und dann hole ich mir später was fürs Herz. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin im Paradies. Ganz viele Autos hinter mir sind noch unter Planen. Das ist nur die Auktion hier. Das ist nicht dieser Concorso, wo die Oldtimer prämiert werden, sondern hier wird versteigert von Sotheby's. Ich sehe da zum Beispiel unter der Plane, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, einen violetten Lamborghini Diablo. Gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Dann F40 da hinten, LaFerrari. War gar nicht. Jetzt bin ich fast an einer MV Agusta angelaufen, aber ist egal. Und jetzt fast an einer Brough Superior. Die dürfte wahrscheinlich auch so 100.000 Euro bringen oder so. Absoluter Wahnsinn, schauen wir uns natürlich alles noch an. Das ist, glaube ich, ein Enzo F50, also jede Generation vom F40, F50 Enzo LaFerrari. Absolut absurd natürlich. Und ich spiele weiter den reichen Gönner. Und wir gehen jetzt aber mal essen. We'll be right back.
meine Damen und Herren, Audi Sport Quattro. Damals die Homologationsautos für die Gruppe B. Ja, die besten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Also ich habe nicht gewusst, dass der Radstand so kurz ist in echt. Das ist sicher nicht größer als von einem Lancia Delta. In weiß, Preis 300 bis 350. Naja, geht finde ich. Mit der Innenausstattung, Recaro-Sitze, 300 angeschrieben. Ein bisschen benutzt ist er schon, aber ausgestellten Radkästen, einfach herrlich. Das ist so meine Liga. Genauso da drüben der gelbe Countach, ganz ein frühes Modell, wahrscheinlich ein 70er oder so. Was haben wir da drauf? Es geht schon in die 1 Million. 75er Countach, ohne Flügel. Schaut irgendwie viel edler aus als mit dem massiven Heckspoiler und natürlich hinten der Radkasten. Bertone-Design findet sich dann auch im Quattro Porte und so. Lancia Delta wiederum. Unfassbar, ja, und da geht es halt munter weiter. Da hinten dann Enzo, LaFerrari, F50, Aston Martin, V8 Vantage. Da relativ neuer Porsche und natürlich Purple Rain, Diablo. Ich weiß nicht, ich glaube, den gibt es ein oder zweimal. Wahnsinn, natürlich das blaue Alcantara oder was. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nein, ihr könnt es glaube ich nicht sehen. Naja, und natürlich ein paar schöne Motorräder. MV Agusta Racer mit Unterschrift. Geht um 200 bis 250. Graf Superior, die kostet 250 und vorne steht noch eine, die geht um 700, vielleicht weg, vielleicht aber auch nicht. McLaren P1 GTR, blauer 918 Spider und ein Lancia Delta. Ja. Was ist denn das? Das muss irgendeine Art Prototyp sein. Delta S4 Stradale, bist du Depper, der geht auch schon um 450 bis 550.000 weg. Schaut euch das einmal an da. Bist du Depper? Bist du Depper? Unfassbar. Naja, hätte man sich aufheben sollen, wenn man jemals einen gehabt hat. So ist das halt. Ein Motorhaube ist natürlich auch ein Wahnsinn. Also ja, ganz, ganz arg. Welcher ist schöner? La Ferrari oder Enzo? Bei Enzo gefällt mir jetzt mittlerweile auch schon. Das war ja irgendwie doch ein bisschen ein Unding. Geht auch schon über, also um die 2 Mille, ich glaube eine hat er gekostet, also 100% Gewinn, das sind Investitionen, die gibt es auf unserem Sparkonto mit 5 Euro Mindesteinlage nicht. Da ist noch was Schönes, nicht allzu teuer, eine Indien, die mehr einem Fahrrad gleicht als einem Motorrad. Ist gar nicht so schlimm, 50 bis 70.000, das wäre was so für die Küchenecke oder das Wohnzimmer. Den habe ich als Automodell, 1 zu 12 oder so. Eigentlich eine Generation vor meinem damaligen Traumauto natürlich, Countach, das war der Miura. Und mir auch ein bisschen zu. Das ist der Porsche, der gerade gestartet wurde. Da gehen wir jetzt schnell rüber. Euro minus 4.
Naja. So, ich bin jetzt wieder auf der Villa oder bei der Villa Erba auf diesem riesigen, beeindruckenden Gelände. Es ist jetzt Sonntag, die ganzen Oldtimer sind jetzt hier drüben auf der Wiese aufgestellt. Da haben wir den Pavillon mit den versteigerten Oldtimern, Youngtimern, Supersportautos. Einen Preis habe ich gestern mitbekommen, 1,8 Millionen für den Porsche RSR, der überhaupt nicht mehr läuft, der ja irgendwo vergessen wurde, 10 Kilometer auf der Uhr und natürlich nicht mehr fährt, ist kaputt, Standschaden komplett. Aber 1,8 Millionen für so einen Wrack, das ist nicht schlecht. Und wir gehen jetzt darüber zum Motorrad-Pavillon, der immer so sozusagen in drei Himmelsrichtungen aufgebaut ist. Und dort stehen die Motorräder in Themenbereiche gegliedert. Das fängt dort hinten an mit wirklich alten Motorrädern, auch mit dem ältesten Motorrad, das je über die Welt gefahren ist, sofern man mit einem Motorrad um die Welt fahren kann, aber ihr wisst, was gemeint ist. BMWs, Brough Superior, sind übrigens auch einige versteigert worden, ich glaube teilweise um 500.000 Euro oder noch mehr. Eine Puch ist auch dabei, ich glaube, die ist da irgendwo in Indien, wurde die da so dekoriert und so mit so einem Tankrucksack, ist eigentlich kein Tankrucksack, sondern es ist eigentlich eine Tankkiste, ist ganz skurril. Dann haben wir hier links die Studien begonnen mit diesem neuen Link. Motorrad, Roller, Hybrid, Elektroantrieb, Konnektivität. Die Kleidung ist mit dem Roller verbunden. Ich kann mit so einem Strich, den ich hier mache, kann ich unten einen kleinen Kofferraum öffnen und so weiter. Daneben ein alter BMW-Roller, auch ganz sympathisch. Und dann einige Studien, die es so noch nicht gegeben hat. Teilweise schon, Ducati, Cafe Racer oder die Husqvarna Aero. Also alles eben markenoffen natürlich. Dann hat man auch hier einen eigenen Weg für die Roller freigehalten, eben um hier anzuknüpfen. Und nach hinten gibt es dann so Zwergenmotorräder, irgendwelche komischen Mopeds, das ist ein Wahnsinn, das schaut aus wirklich für Leute aus dem Mittelalter gemacht, bis 1,40 Meter Körpergröße. Und dann gleich daneben meine Favoriten. Das Thema dazu ist japanische Vierzylinder in europäischen Rahmen, beispielsweise Egli oder Rickman, weil die japanischen Motorräder waren in den 70ern, und da sind wir da angesiedelt, ja, die besten, die sportlichsten, die schnellsten, aber das Fahrwerk und die Bremsen waren halt einfach ein Horror und auch der Rahmen. Und da haben sich einige Europäer und teilweise aus dem Rennsport gedacht, das muss besser gehen, das ist wirklich schade, dass diese Vierzylinder in so einem Gerippe stecken. Und waren damit sehr erfolgreich. Fritz W. Egli hat aber dann leider gemeint, glaube ich, bei der ersten G6R57, jetzt habe ich keinen Job mehr, weil jetzt passen auch die Rahmen. Aber wir schauen uns einmal meinen großen Favoriten an von dieser Ausstellung. Das ist die Egli Honda. Schöner geht's nicht. Fast, ich sage mal, überrestauriert. Es glänzt fast wie eine Harley, aber kommt einmal mit, dann zeige ich euch einfach mein Lieblingsmotorrad. Und da sind wir schon angekommen bei meinem Lieblingsfahrzeug, dieser Egli Honda mit diesem Oldschool-Logo, das sich ja nie geändert hat. Es wurde ja jetzt zu einem, keine Ahnung, 50-jähriges Jubiläum, wurde ja, glaube ich, auf Basis einer XJR 1300 oder so eine neue Egli gebaut, aber die ist natürlich bei weitem nicht so schön, muss man leider sagen. Die werden auch nie wieder so aussehen. Ja, das ist so mein Optimum eines klassischen Sportmotorrades, großartiges Heck, wir sehen sehr viel Chrom, sehr viel glänzt, muss vielleicht nicht ganz sein, aber ja, insgesamt einfach zum Genießen, ich kenne es noch von den Quartettspielen aus der Kindheit natürlich, war immer ganz groß, Egli Red Lightning hieß die oder so. Daneben Rickman, auch mit 57er Vormotor von Honda, dann eine Honda Bimota und dann daneben auch wieder was ganz Eigenes, fast Skurriles, diese Rennverkleidung,
Da haben wir da unten noch, glaube ich, einen Zusatztank hier bei einer Ausnehmung. Da kann man natürlich auch schön so die männlichen Anhängsel verstauen. Sili Eckert Honda von 1976 und daneben dann ein bisschen was, ja, damit es halt auch fünf sind anscheinend, das ist nicht ganz so schön jetzt. Aber die anderen Dinge ein Traum und da hinten sehen wir diese Zwergen-Mopeds, die es teilweise auch natürlich nicht mehr gibt. Viele Marken verschwunden, ganz traurig. Eine Marke, die man immer wieder trifft, die es auch schon ewig gibt auf dem Sektor, ist Bosch. Sogar hinten auf diesen uralt BMWs und so immer wieder Bosch zu finden. Und ansonsten ja, war die Vielfalt natürlich riesig in den, je nachdem, 50, 60, 70ern. Unfassbar, was es da für Marken gab und für Kombinationen, die sich aufgelöst haben. Also da ein bisschen in die Geschichte einzutauchen, ist wirklich großartig. Und es gibt auch richtige Motorradexperten zu dieser Geschichte. Ich bin leider noch keiner, muss mich erst einlesen. Aber es gibt ein paar Leute, die wissen zu jedem Fahrzeug unfassbar viel. Die sprechen dann auch vorne, das ist übrigens hier hinten, wie man sehen, falls man dort die Bäume sehen, schon gestern die Versteigerung gelaufen und heute die Prämierung der Fahrzeuge. Die werden dann vorgeführt und von einer Fachjury bewertet und dann gibt es einen Sieger pro Kategorie und einen absoluten Gesamtsieger. Für mich, wie gesagt, die Egli. Werden wir schauen, ob es wird. Ich glaube nicht. Normalerweise ist es ein bisschen klassischeres, ein bisschen was Älteres. So, meine lieben Ladies and Gentlemen, hier vor der wunderschönen Villa Visconti, wo, ich muss noch einmal erwähnen, George Clooney seinen Nespresso-Kaffee getrunken hat und seine Schuhe verloren hat, sitze ich jetzt und verabschiede mich von euch. Mitbringen kann ich leider nichts, weder für mich noch für euch, außer dieses hoffentlich wunderschöne Video. Viele Erinnerungen, mein Highlight des Jahres, keine Frage, wird euch nicht wundern. Vielleicht kann ich mir auch irgendwann einmal einen kaputten Porsche um 1,8 Millionen Euro leisten oder eine Egli Honda, was mir fast noch lieber wäre. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns, schenkt mir und diesem Event einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch andere Videos noch an. Ich habe ein zweites gedreht zu dieser neuen Studie von BMW mit Edgar Heinrich. Irrsinnig interessant, wie sieht die Zukunft aus, werden wir noch selber lenken, was bekommen wir von der Technik zurück. Und hinterlasst uns euer Kommentar bezüglich, was ist euer Favorit von diesem Event. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.